Haben Sie keine Angst. Jeder Fehler ist eine wundervolle Erfahrung für Sie. Ich habe mir selbst und meinen jungen Leuten erzählt, bevor du 20 bist, sei ein guter Schüler. In dieser Zeit macht man die ersten Erfahrungen. Bis zum 30. Lebensjahr sollte man jemanden folgen. Fangen Sie in einer kleinen Firma an zu arbeiten. Eine große Firma ist gut, um Prozesse zu lernen. Man ist ein Teil einer großen Maschine. In einer kleinen Firma lernt man die Leidenschaft und die Träume. Man lernt dort, wie man viele Dinge auf einmal erledigen kann. Bis man 30 Jahre alt ist, ist es egal, in welcher Firma man arbeitet. Es ist wichtig, welchem Chef man folgt. Das ist sehr wichtig. Ein guter Chef wird Sie den entscheidenden Unterschied lernen. Von 30 bis 40 Jahren muss man sehr klar denken und man arbeitet für sich selbst, wenn man wirklich ein guter Entrepreneur werden möchte. Wenn man zwischen 40 und 50 Jahre alt ist, soll man das tun, wo man gut darin ist. Wechseln Sie nicht in einen neuen Job, in einen neuen Bereich. Das ist zu spät. Vielleicht sind Sie erfolgreich, aber die Gefahr, sich auf dem absteigenden Ast zu bewegen, ist groß. Zwischen 40 und 50 Jahren sollten Sie darüber nachdenken und den Fokus auf das legen, worin Sie gut sind. Wenn man zwischen 50 und 60 Jahre alt ist, sollte man für die jüngeren Leute arbeiten. Junge Leute können das besser als Sie. Man soll ihnen den Antrieb geben und in sie investieren, damit sie gut werden. Wenn man über 60 ist, denken Sie an sich selbst. Am Strand, Sonnenschein, das ist normalerweise die Chance, das zu tun. Das ist mein Rat an die jungen Leute. Macht mit 25 Jahren am Anfang Fehler. Keine Sorge, man fällt und steht wieder auf. Man fällt und steht wieder auf. Genießen Sie es, wenn Sie 25 sind. Genießen Sie die Show. Gibt es etwas, was Sie in Ihrem Leben zum Weinen brachte, beziehungsweise was Sie bedauern? Fragt dieser junge Mann auf Koreanisch. Normalerweise bringe ich andere Leute zum Weinen. Nun, ich muss eine Menge bedauern. Ich bedauere, dass ich mir beim Essen nie Zeit gelassen habe. Ich bedauere, dass ich nie in der Öffentlichkeit gesprochen habe, weil ich meine Privatsphäre erhalten wollte. Ich bedauere, dass ich immer so viel gearbeitet habe und deswegen so wenig Zeit mit meiner Familie verbrachte. Und ich bedauere, dass wenn ich ein anderes Leben wählen könnte, ich es nicht mehr so machen würde wie heute. Wie meine Frau sagte, du gehörst nicht mir, du gehörst allen anderen. Jeder weiß, das Leben ist zu kurz. Es besteht aus lauter Erlebnissen. Menschen sehen es anders als sie. Einige Leute sagen, sie sind reich und erfolgreich. Wiederum andere sagen, er hat kein Geld, er ist ein schrecklicher Mann. Vielleicht stimmt das nicht, aber jeder sucht sich sein Leben selbst aus. Ich weine, wenn ich auf heute schaue. Wir haben eine Reihe von Problemen, die die Leute nicht sehen. Wir führen eine Firma mit 34.000 jungen Leuten. Im Vergleich mit einer Firma mit mehr als 500 Millionen Leuten. Wenn von 500 Millionen Leuten nur 1% schlechte Mitarbeiter sind, sind die ganzen 500 Millionen schlecht. Aber es ist zu spät, sich zu bedauern. Vergessen Sie es, sich zu bedauern. Schauen Sie auf die nächsten 10, 20 Jahre und genießen Sie die Show. Und denken Sie darüber nach.